Ja, ich glaube, denen geht wie uns auch. Also sie sind alle erstmal runtergefahren und die Glasbläsereien haben ihre Öfen abgeschaltet. Nutzen allerdings diese Chance jetzt, diese Öfen zu sanieren, um sie dann wieder hochzufahren, wenn es losgeht, brauchen aber schon eine absolute Perspektive, dass sie wieder hochfahren, weil es sind Manpower und Energie, was das kostet. Mhm. Und bei uns in der Produktion in Thüringen ist auch dort die Kurzarbeit angetreten. Aber wir gucken schon, dass wir alle Aufträge, die wir reinkriegen, auch alle liefern können. Also da sind alle motiviert, in der Richtung weiterzumachen. Und wir können nur aufrufen zu einer Kampagne Let's Support Craftsmanship. Alle Leute können gerade nicht in Urlaub fahren und können sich etwas Gutes tun. Und von allen Handwerkern, die um sie rum sind, kriegen sie eigentlich nur Gutes. Also deshalb bitte mal supporten, weil dieses Kulturgut, das ist einfach, wenn es weg ist, ist es weg. Das kommt nicht mehr. Ja, also man kann, ich war schon Gott sei Dank immer ein Mensch, der reflektiert und dann wieder weiter nach vorne zieht. Aber jetzt dieser Stillstand gibt natürlich viel Zeit zum Nachdenken, den wir nutzen für den kreativen Prozess. Und wir wissen ja auch, was alles in der Pipeline stand. Ich denke, das wird nicht alles jetzt plötzlich in einen totalen Stillstand gehen. Also nutzen wir diese Dinge mal etwas noch durchdachter auszuarbeiten, um dann sie am Ende parat zu haben. Und das ist schon, da kann man jetzt ein bisschen mehr Zeit reinlassen mit etwas weniger Stress. Aber da ich unter Stress am kreativsten bin, hätte ich den schon gerne mal wieder zurück. Unterschiedlichster Natur, die sind alle ja, kreative Menschen. Da gibt es neue kreative Vertriebsideen, wie die Entenstuben, die im Catering sich jetzt stark machen. Sterneküche, die nach Hause geliefert wird und sie dann auch mit dem entsprechenden Geschirr geliefert werden. Warum soll der Kunde zu Hause jetzt plötzlich nicht mehr von Hering essen dürfen? Also das finde ich ganz spannend. Dadurch entwickeln sich wieder neue Vertriebsideen, wie das gehen kann, wie man sich an der Stelle auch gegenseitig helfen kann. Dann gibt es die spannenden Geschichten wie in Christian Jürgens, der jetzt für zu Hause die Ideen aufschreibt und kocht und sie per Video auf Instagram stellt. Also das sind schon alles spannende Geschichten. Und so gibt es natürlich viele mehr. Und da ist jeder, denke ich, in seiner Art und Weise kreativ und bleibt am Ball. Und es wird uns ja alle langweilig, wenn man zu Hause rumsitzt. Nach wieder mit ganz vielen Leuten zusammen am Tisch zu sitzen und einfach Kommunikation und Menschen und nicht immer nur über, es ist zwar nett, dich jetzt hier zu sehen, aber schöner ist es, gegenüber zu sitzen. Ja, naja, du bist ja auch, wie soll ich sagen, einer der Kernwerte deines Schaffens ist ja die Tischkultur. Und ich kann mir fast vorstellen, da leidet man extrem stark drunter, wenn man das nicht machen kann. Ja, es ist, ich denke auch alle, selbst jeder erlebt es gerade zu Hause, nur im begrenzten Kreise da zusammenzusitzen, ist eines. Alle kochen wahrscheinlich gerade so viel, wie sie noch nie in ihrem Leben gekocht haben. Aber es ist trotzdem netter, man hat mehrere Leute um den Tisch rum sitzen und die Tischgespräche sind einfach etwas, die einen auch immer, finde ich, weiterbringen.